In der Nähe des Piccadilly-Zirkus am Waterloo Place im Herzen Londons steht das Krimkrieg-Denkmal. Es wurde 1861 erbaut und zeigt die Statue der Ehre mit ausgestreckten Armen, die über den drei Gardisten steht, die aus Bronze von erbeuteten russischen Kanonen gegossen sind. In das Mauerwerk an der Seite sind die Namen dreier berühmter Krimschlachten eingemeißelt: Alma, Inkerman und Sevastopol. Der Krimkrieg markierte einen Wendepunkt in der Geschichte. Er führte zu großen Veränderungen in der Gesellschaft und im Kriegsgeschehen. Der Krieg begann wegen eines scheinbar unbedeutenden religiösen Streits. Jahrelang hatten die orthodoxen Christen, die von Russland, und die römisch-katholischen Christen, die von Frankreich unterstützt wurden, den Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem und im Nahen Osten, die unter der Kontrolle des muslimischen Osmanischen Reiches standen. Sowohl Frankreich als auch Russland wollten die Verantwortung dieser heiligen Stätten übernehmen und die Verteidiger der osmanischen Christen sein. Die Verluste auf allen Seiten waren immens. Mindestens eine Dreiviertelmillion Soldaten starben, die meisten durch Krankheit und abseits des Schlachtfeldes. Die Franzosen verloren etwa 100.000 Mann, die Briten etwa 20.000 und die Russen weit über eine halbe Million. Aus der verworrenen, chaotischen Katastrophe des Krimkriegs ging eine Person berühmt und beliebt hervor. Kein General, kein Soldat, sondern eine Frau. Ihre Statue steht als Teil des Krimkrieg-Denkmals neben den drei Gardisten. Ihr Name? Florence Nightingale. Dies ist ihre Geschichte. Sie wird dir Mut machen und dich inspirieren. Und vielleicht hat Florence Nightingale auch eine Botschaft für uns heute. Das St. Thomas ist eines der ältesten Krankenhäuser in London. Es befindet sich an der Themse im Southwark in der Nähe der London Bridge. Das St. Thomas Hospital leistet seit über 900 Jahren kranken und bedürftigen Menschen Erleichterung. Operationen waren damals ein äußerst schmerzhaftes Unterfangen, weil es keine Betäubung gab. Und es war riskant, weil ein Friseur sie durchführte. Und zu allem Übel gab es auch noch keine Antiseptika. Der alte Operationssaal des St. Thomas Krankenhauses erinnert auf erschreckende Weise an die Realität der Chirurgie vor Anästhesie und Antiseptik. Es wurde 1822 auf dem Dachboden der 300 Jahre alten Thomaskirche erbaut. Es ist der älteste erhaltene Operationssaal in Europa. Und die Ausrüstung? Nun ja, die ist gelinde gesagt einfach und beängstigend, einschließlich Sägen und Hämmern, so sehr, dass den Patienten normalerweise die Augen verbunden wurden, bevor sie den Raum betraten, damit sie die schrecklichen chirurgischen Geräte nicht sehen konnten. Aber eines der größten Probleme, die in der Chirurgie damals und mit Krankenhäusern im Allgemeinen, war der Mangel an professionellen und gut ausgebildeten Krankenschwestern. Einer der Hauptunterschiede zwischen Krankenhäusern damals und heute sind die Krankenschwestern. Und nirgendwo wird dies deutlicher sichtbar, als wenn man diesen alten Operationssaal und dieses Krankenhaus mit dem neuen St. Thomas Hospital vergleicht. Wo wären wir ohne Krankenschwestern? Die meisten von uns sind mit ihrer Hilfe auf dem Planeten Erde angekommen. Das Gesicht einer Krankenschwester war eines der ersten, das wir sahen. Und wir haben uns immer einen gewissen Respekt und Bewunderung für Krankenschwestern bewahrt. In Umfragen werden Krankenschwestern und Krankenpfleger immer wieder als die vertrauenswürdigste Berufsgruppe im Gesundheitswesen genannt. Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch schon einmal in einem Krankenhaus gewesen sind, werden Sie sicher verstehen, warum. Krankenschwestern und Pfleger sind Lehrer, Fürsprecher, Betreuer, Unterstützer und Innovatoren. Normalerweise sind sie bei unserem ersten und letzten Atemzug dabei. Ihre Anwesenheit und Fürsorge heilt und tröstet nicht nur,
sondern verändert wirklich das Leben. Krankenschwestern und Pfleger opfern Zeit, die für den Rest von uns selbstverständlich ist. Wochenenden, Nächte und Familienzeit, um zermürbende Schichtpläne zu bewältigen und sich selbstlos für ihre Patienten einzusetzen. Und sie tun es, weil sie sich wirklich kümmern. Wie das Sprichwort sagt, sich um einen Menschen kümmern, das ist Liebe. Sich um 100 Menschen kümmern, das ist Pflege. Krankenschwestern und Krankenpfleger machen einen Unterschied. Zu oft halten wir Krankenschwestern für selbstverständlich und wir vergessen, dass es vor nicht allzu langer Zeit die Krankenpflege, wie wir sie kennen, in Krankenhäusern und Operationssälen wie diesem überhaupt nicht existierte. Das waren wirklich dunkle Zeiten. Und nirgendwo wurde dies deutlicher als während des Krimkriegs. Lass mich dich dorthin bringen. Im 19. Jahrhundert verbündeten sich die großen Nationen Europas gegen Russland. In Wirklichkeit handelte es sich nur um eine weitere Machtübernahme, angeblich wegen der Religion. Wer sollte die heiligen Stätten in Jerusalem und im Nahen Osten kontrollieren? Im Herbst 1854 marschierten die Alliierten, die Engländer, Franzosen und Türken auf der Halbinsel Krim ein. Nachdem sie in der Schlacht von Alma einen Sieg errungen hatten, griffen sie anschließend den wichtigen russischen Flottenstützpunkt Sewastopol an. Die Soldaten auf beiden Seiten waren gezwungen, durch einen brutalen russischen Winter und unter ständigem Artilleriebeschuss zu kämpfen. Viele Soldaten fielen dem sogenannten Grabenwahn und später dem Granatenschock zum Opfer. Es dauerte schließlich 11 Monate, bis ein französischer Angriff die Russen zur Räumung von Sewastopol zwang. Ein Jahr später, nach weiteren sporadischen Kämpfen, gaben sich die Russen schließlich geschlagen. Der Krimkrieg war aus mehreren wichtigen Gründen sehr bedeutsam. Die menschlichen Kosten des Krieges waren immens. 20.000 Briten, 100.000 Franzosen und weit über 500.000 Russen starben. Das Erstaunliche daran ist, dass viele von ihnen nicht im Kampf starben, sondern an Krankheiten und Verwahrlosung. Florence Nightingale wurde 1820 in eine reiche britische Familie der Oberschicht geboren. Sie wurde nach ihrer Geburtsstadt in Italien Florence genannt. Und hier noch eine Kleinigkeit: Der Name Florence war noch nie ein Frauenname gewesen. Aber er wurde durch ihren Einfluss auf die Welt populär. Was Florence in ihrem Leben erreicht hat, ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie sozial zurückhaltend Frauen im viktorianischen England waren. Frauen aus Nightingales hoher Sozialschicht besuchten keine Universitäten und machten keine beruflichen Karrieren. Aber Florence' Vater war der Meinung, dass Frauen gebildet sein sollten. Und er brachte ihr persönlich Italienisch, Latein, Griechisch, Philosophie, Geschichte und, was für Frauen der damaligen Zeit ungewöhnlich war, Schreiben und Mathematik bei. Florence wuchs zu einem großen und hübschen Mädchen heran. In ihrem Leben gab es viele Partys und sie reiste viel auf dem Kontinent. Als sie 16 Jahre alt war, verliebten sich zwei junge Männer Hals über Kopf in sie und machten ihr einen Heiratsantrag. Sie mochte beide, aber sie war noch nicht bereit zu heiraten. Im folgenden Jahr geschah etwas Seltsames mit ihr. Sie hielt sich selbst nicht für besonders religiös. Aber am 7. Februar 1837, im Alter von 17 Jahren, spürte sie, dass Gott zu ihr sprach und sie zu einem zukünftigen Dienst berief. Sie fragte sich, was das sein könnte, und von diesem Moment an war ihr Leben für immer verändert. Die junge Florence hörte auf, sich ständig zu treffen, an den frivolen Partys teilzunehmen und suchte nach Möglichkeiten, anderen zu dienen. Sie wollte sich auf die Aufgaben vorbereiten, zu denen Gott sie berufen hatte. Florence begann ihre gesamte Freizeit damit zu verbringen, die Armen in ihren Häusern auf den Familienanwesen zu besuchen und Essen und Medizin zu den Menschen zu bringen, die dort lebten. Florence begann sich zu fragen, ob die Hilfe für Kranke das war, was Gott von ihr wollte. Eines Tages besuchten ein Arzt und seine Frau das Haus der Familie
und Florence fragte den Arzt, ob er es für unpassend und unschicklich halte, dass eine junge Engländerin sich in Krankenhäusern und anderswo als die Nonnen der Wohltätigkeit widme. Der Doktor antwortete, dass es in der Tat sehr unpassend sei, aber er riet ihr dennoch, ihrer Inspiration zu folgen, und so tat Florence genau das. Sie beschloss, in einem Krankenhaus, das ein Freund der Familie leitete, praktische Erfahrungen zu sammeln und eine Ausbildung zu machen. Florence' Eltern waren schockiert und entsetzt. Das war für eine Frau aus der Oberschicht völlig unangemessen. Krankenhäuser in England waren damals Orte der Erniedrigung und des Schmutzes. Im viktorianischen England war der Gestank in Krankenhäusern so schlimm, dass es für Krankenschwestern normal war, betrunken zur Arbeit zu kommen, um den Tag zu überstehen. Aber Florence war entschlossen. Ihre Hartnäckigkeit, zusätzlich zu ihrem Intellekt, eine ihrer wichtigsten Eigenschaften. Sie stand jeden Morgen vor der Morgendämmerung auf, um im Schein einer Öllampe ihre eigenen Studien zu betreiben. Und dann beschloss sie, nach Deutschland zu gehen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Als Florence aus Deutschland zurückkam, versuchten ihre Eltern, sie dazu zu bringen, sich anständig niederzulassen. Aber sie waren verwirrt und verärgert, als Florence einen weiteren Heiratsantrag ablehnte. Florence weigerte sich, an ein normales Leben zu denken. Stattdessen reiste sie nach Paris, um in einem von Nonnen geführten Krankenhaus zu arbeiten. Zurück in England brauchte die Anstalt für die Pflege kranker Damen in Not zu gegebener Zeit eine Oberaufseherin. Und Florence war ideal für die Stelle, also kehrte sie nach England zurück. Damals, 1853, brach der Krimkrieg aus. Die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, stieß in der britischen Öffentlichkeit auf begeisterte Zustimmung. Königin Victoria schrieb an den König von Belgien: Der Krieg ist unglaublich populär. Die englischen Militärhospitäler waren zu dieser Zeit eine Schande. Verwundete, die dorthin geschickt wurden, hatten kaum eine Chance, sich zu erholen. In einem Lazarett zu landen, war praktisch ein Todesurteil. Die Engländer und Franzosen waren schon immer große Rivalen. Und als Berichte aus dem Krieg zurückkamen, dass die Franzosen sich besser um ihre Verwundeten kümmerten, sah sich die englische Regierung zum Handeln veranlasst. Der Kriegsminister Sidney Herbert schuf eine neue offizielle Position als Leitung der Krankenpflege für die Militärkrankenhäuser in der Türkei und machte sich dann daran, in ganz England nach der bestqualifizierten Person für diese Stelle zu suchen. Und die beste Person, die er finden konnte, war eine junge Frau, Florence Nightingale. Sie sollte mit den Krankenschwestern ihrer Wahl auf die Krim gehen und hatte die volle Autorität über Krankenpflege in den Krankenhäusern. Bis dahin hatte noch nie eine Frau ein Militärkrankenhaus betreten. Aber schon damals war der Ruf von Miss Nightingale bereits so gut, dass ihre Ernennung von der Öffentlichkeit mit Beifall aufgenommen wurde. Florence wählte insgesamt 40 Frauen sorgfältig aus, die mit ihr in die Türkei reisen sollten. Was sie bei ihrer Ankunft in der Türkei vorfanden, war eine totale Katastrophe. Kein Wunder, dass es nur wenige der verwundeten englischen Soldaten nach Hause schafften. Sie fanden verschimmeltes Brot, kaum Wasser, Dreck und Überfüllung überall, keine Vorkehrungen für Hygiene, keine Bettlaken, keine Operationstische und keine medizinische Versorgung. Die Krankenschwestern selbst bekamen 5 rattenverseuchte Schlafzimmer und eine einzige Küche. Miss Nightingale begann schnell Vorräte anzufordern, was eine unerhörte Macht darstellte für eine Frau beim Militär. Das Erste, worum sie bat, waren Handtücher und Seife. Dann bestand sie darauf, dass die Kleidung gewaschen und die Böden geschrubbt werden. Sie verschwendete keine Zeit damit, die Krankenhäuser auf Vordermann zu bringen. Aber schon bald geriet sie in Schwierigkeiten. Einige der Beamten beschwerten sich über ihre Macht. Auch einige der Ärzte murrten. Wie konnte diese Frau einfach ankommen und so tun, als wüsste sie, was zu tun ist, und mehr Befugnisse haben als sie selbst? Aber es gab eine Gruppe von Menschen, die ihr voll und ganz zustimmten und unterstützten, was Miss Nightingale getan hat.
Das waren ihre Patienten, die verwundeten Soldaten. Sie verehrten sie geradezu, denn sie tat für sie, was sonst niemand getan hatte. Sie nannten sie die Dame mit der Lampe. Denn am Ende eines jeden Tages, wenn es dunkel wurde und die anderen Mitarbeiter sich zur Nachtruhe begeben hatten, nahm Florence Nightingale ihre Lampe und besuchte die Verwundeten auf den Stationen. Sie sorgte dafür, dass sie es bequem hatten und ihre Verletzungen versorgt wurden. Die dankbaren Soldaten sprachen davon, dass sie ihren Schatten küssten, als sie vorbeiging. Ein Bericht, in dem beschrieben wird, wie sie sich um die Verwundeten kümmerte, wurde nach England zurückgeschickt. Dies ist der Inhalt des Berichts. Wenn sich Stille und Dunkelheit über die kilometerlangen Krankenmassen gelegt haben, kann man sie alleine mit einer kleinen Lampe in der Hand beobachten, wie sie ihre einsamen Runden dreht. Eine der Lampen, die sie benutzte, ist im Florence Nightingale Museum in der Nähe der Houses of Parliament in London ausgestellt. Die Lampe im türkischen Stil ist eine anschauliche Erinnerung an ihr Engagement und ihre Hingabe bei der Pflege von Kranken und Sterbenden unter schwierigen Umständen. Trotz der vielen Hindernisse setzte Florence Nightingale ihre Arbeit fort. Nichts schien sie aufhalten zu können, wenn es darum ging, sich um die Verwundeten und Kranken zu kümmern. Durch die von Florence eingeführten Änderungen sank die Sterblichkeitsrate in den Militärkrankenhäusern von 42% auf 2%. Und sogar aus dem Kriegsgebiet heraus begann sie, Gesetzesänderungen vorzuschlagen, die den Männern helfen würden. Ein Beispiel: Das Gesetz besagte, dass Männern, die im Krankenhaus lagen, der Lohn gekürzt wurde, da sie nicht mehr an der Front waren. Oft waren diese Männer ein Leben lang behindert. Miss Nightingale schrieb an Königin Victoria gegen diese Lohnkürzungen. Und der Lohn der Männer wurde wiederhergestellt. Es gibt viele weitere Beispiele für Gesetze, die sie vorschlug oder schrieb, die ins Parlament eingebracht und später verabschiedet wurden. Es war ein miserabler Krieg. Obwohl der Krieg mit großer Unterstützung der Bevölkerung begonnen hatte, war die englische Öffentlichkeit am Ende des Krieges entsetzt und überdrüssig. Aber inmitten der Verwüstung trat Florence Nightingale als Heldin hervor. Wie ein Biograf sagte, lag ihr das Land zu Füßen. Nach ihrer Rückkehr nach England wurde Miss Nightingale von Königin Victoria empfangen, die ihr eine Diamantbrosche mit Inschrift als Zeichen ihrer Wertschätzung gab. Florence war blass und abgemagert nach England zurückgekehrt und litt an mehreren Krankheiten. Aber sie hatte ihre Sache gefunden, etwas, dem sie ihre Energie widmen konnte und die Welt verändern. Sie hatte endlich gefunden, wozu Gott sie berufen hatte. Gesundheit und Hygiene und verwundete Soldaten im Allgemeinen wurden in der britischen Armee vernachlässigt. Mit anderen Worten, wenn man der Armee beitrat, war die Wahrscheinlichkeit größer, an Krankheiten aufgrund schlechter Hygiene und der schlechten Verwaltung der Krankenhäuser zu sterben, als an irgendetwas anderem. Es starben mehr Soldaten an Krankenhausinfektionen als an Verletzungen auf dem Schlachtfeld. Florence gelang es, Königin Victoria davon zu überzeugen, dass dringende Reformen notwendig waren. Sie wurden sogar Freunde. Die Königin lud sie zu sich in den Palast ein und besuchte Florence erstaunlicherweise sogar selbst inoffiziell zu Hause. Aus Dankbarkeit gegenüber Miss Nightingale für ihre Arbeit auf der Krim haben 70 prominente Personen aus England den Nightingale-Fund gegründet und sie wurde dessen erste Verwalterin. Eine der ersten Maßnahmen des Fonds war 1860 die Gründung einer Krankenpflegeschule am St. Thomas Hospital, die auch von Miss Nightingale geleitet wurde. Die Schule gibt es heute noch. Sie heißt Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery und ist Teil des King's College London. Obwohl Florence Nightingale krank blieb, verbesserte sich ihr Gesundheitszustand schließlich etwas. Trotzdem hörte sie nicht auf zu arbeiten. Nachts schrieb sie Bücher über die Führung von Krankenhäusern und über Krankenpflege. Und diese Bücher wurden in vielen Sprachen der Welt übersetzt. Bald jedoch brach ein weiterer Krieg aus,
Der Deutsch-Französische Krieg. Während des Krieges arbeitete Florence mit der Nationalen Gesellschaft, die später das Rote Kreuz genannt wurde, für die Hilfe der Kranken und Verwundeten. Dies sagte John Henry Dunant nach dem Ende des Krieges. Obwohl ich als Gründer des Roten Kreuzes bekannt bin, gebührt die ganze Ehre einer englischen Frau. Was mich inspirierte, war die Arbeit von Florence Nightingale. Danach reduzierte Florence Nightingale ihre öffentliche Arbeit eine Zeit lang auf die Pflege ihres sterbenden Vaters, dann ihrer sterbenden Mutter und schließlich ihrer sterbenden Schwester. Florence selbst lebte bis ins hohe Alter, arbeitete weiter und leistete ihren Beitrag. Und überall, wo sie hinkam, wurde sie mit Respekt und Ehrfurcht behandelt. Sie schrieb weiter, bis ihre Sehkraft und ihr Gedächtnis nachließen. Am 13. August 1910 schlief sie gegen Mittag ein und wachte nicht mehr auf. 1907 verlieh ihr König Edward VII. Den Verdienstorden, den zum ersten Mal an eine Frau verliehen wurde. Florence Nightingale erhielt noch viele andere Auszeichnungen und Ehrungen. Eines der erstaunlichsten Dinge in ihrem Leben ist, dass sie so viel beigetragen und sich weiterhin für die Kranken und Armen eingesetzt hat, obwohl sie selbst lange Zeit wegen Krankheit bettlägerig war. Was war der Grund für Florence Nightingales Leidenschaft, Kranke zu heilen, den Armen zu helfen und Leiden zu lindern, wo immer sie es fand? Was war der motivierende Faktor für die Art und Weise, wie sie die Krankenpflege in dieser Welt veränderte und warum sie den modernen Beruf der Krankenschwester gründete? Nun, Florence Nightingale war intensiv, persönlich Jesus Christus und seinen Idealen der bedingungslosen Liebe und des Mitgefühls zugetan. Sie glaubte, dass die Arbeit ihres Lebens ihre Antwort auf den Ruf Gottes an ihr Leben war. Ihr ganzes Leben lang suchte Florence immer nach einer immer tieferen Erfahrung mit Gott. Nicht durch äußere Rituale und religiöse Zeremonien, sondern durch die Verwandlung ihres Herzens. Florence Nightingale schätzte ihre Bibel. Und dies ist ein weiterer Besitz, den sie sehr schätzte, ihr Gebetsbuch. Es kam den ganzen Weg zurück nach England, über Neuseeland und Australien, wo es vor über 100 Jahren von einem nahen Verwandten mitgenommen wurde. Es trägt ihren Namen und ihre Unterschrift und erinnert daran, welche zentrale Rolle die Bibel und das Gebet in ihrem Leben spielten. Florence Nightingale versuchte in allem, Jesus zu folgen. Als sie im Alter von 30 Jahren Krankenschwester wurde, bemerkte sie, dass dies das Alter war, in dem Jesus seinen Dienst begonnen hatte. Sie sagte einmal zu einer Versammlung von Krankenschwestern, Christus ist der Urheber unseres Berufs. Es ist heute in Mode zu vergessen, wie es ist, dass wir all die Vorteile und Segnungen unserer modernen Gesellschaft und Kultur genießen können. Es ist leicht, die Krankenpflege und die Krankenschwestern für selbstverständlich zu halten. Wir vergessen, dass wir die Vorteile genießen, die wir aufgrund der christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft haben. Es ist tragisch, wenn wir vergessen, wie wichtig Gott und sein Wort, die Bibel, in unserem Leben sind. Nur weil Florence Nightingale die Bibel in den Mittelpunkt ihres Lebens stellte, konnte sie sich auszeichnen und zu der Person werden, die sie wurde und die unsere Welt für immer verändert hat. In den langen, trostlosen Nächten während des Krieges auf der Krim, als Florence Nightingale ihre Runden in den Krankenhäusern drehte, brachte sie nicht nur körperlichen, sondern auch geistigen Trost. Brauchst du diese Art von spirituellem Trost in deinem Leben? Ich spreche von dem Trost, den nur Gott geben kann. Wenn du den inneren Frieden und das Glück erfahren möchtest, das Gott dir schenkt, dann bitte ihn jetzt im Gebet darum. As we pray. Lieber himmlischer Vater, wir alle sehnen uns nach mehr in diesem Leben und wir werden ermutigt und inspiriert, wenn wir auf das Leben deiner Helden wie Florence Nightingale schauen. Wir geben zu, dass die Schwächen in unserem Leben daher rührt, dass wir uns zu sehr auf uns selbst verlassen haben, anstatt uns auf dich zu verlassen. Wir danken dir, weil du einen Plan für uns hast und dass es ein guter Plan ist. Bitte komm in unser Leben und führe uns zu deinem Wort der Bibel. Wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen.
Wenn dir die heutige Reise gefallen hat durch das Leben und die Zeit von Florence Nightingale und unsere Überlegungen dazu, wie sie unsere Welt durch ihre Verbindung zu Gott verändert hat, dann schau doch nächstes Mal wieder vorbei, wenn wir eine weitere Reise des Lebens teilen werden. Bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird keinen Tod mehr geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.